Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ich präsentiere das Spiel Anno 2205 in Bezug, eigentlich im Gegenzug, was Frau Verena Braunschweiger über die Zukunft voraussagt. In diesem Spiel wird eine Zukunftsvision gegeben, die auch meinem eigenen Zukunftsvision entspricht. Und gleich zuerst wird eine sehr, sehr interessante und spannende Sequenz geladen. Eins kann ich nur sagen, das wird sehr nah sein. Zukunftsstand. Sehr erfahrene Menschheit. Das soll auch in der Zukunft so aussehen. Auf der Mond. Auf der Mond gibt es auch Menschen. I'm heading back now. Over. Proceed to 26.133 degrees north, 3.628 degrees east. Got it. Die Menschheit auf der Mond. Auf dem Mond. BAW-705 heavy, hold position, I'll get you moving in a minute. BAW-705 heavy, hold in November. 107 heavy, you're clear to go, opening north ramp, check. Zurück auf der Erde. Sehr, sehr optimistische Zukunft. Und das ist auch meine Vision von der Zukunft. Okay. Dieses Spiel. Man baut eigene Unternehmen. Mit Hilfe von sehr, sehr fortgeschrittenen Technologien. Und mein Unternehmen hier heißt Vereinigte Imperium der Erde. Und ich zeige Ihnen, Transfer route suffers wie eine from inadequate supply of goods. Kann. Zuerst in der Hauptstadt. Und warum zeige ich überhaupt dieses Spiel? Ja, das Spiel zeigt eine gewisse Zukunftsansicht, die Menschheit hat eine Katastrophe gehabt, aber das war nicht wegen den CO2, sondern einer ganz anderen Katastrophe. Was interessant zu sehen, das hat alles, was ihr seht, diese gelben Pfeile, das sind Transportwege. Aber eigentlich interessant zu wissen, wie meine Vision aussieht. Ne? Ich glaube, ich soll Musik ausschalten. Und ganz kurz Musik, damit nichts von den YouTube-Strike möglich ist. Okay. Hier ist interessant. Da kann man so eine Art Sequenz ausführen. Und das, was ihr seht, das habe ich sozusagen im Spiel gebaut. Und das ist sozusagen meine Vorstellung über die Zukunft. Man sieht sehr moderne Stadt. Industrie. Meistens ist es Industrie, die nicht für die Umwelt schadhaft ist. Man sieht große Städte. Man sieht auch, dass alles zusammen interagiert und auch, dass da eine Weltraumtransporte gibt zu dem Mond. Und auf
Dortmund selbst gibt es auch menschliche Basis, die von mir aus sozusagen im Spiel nachgebaut wurde. Das war eine Ansicht. Das andere Ansicht ist hier, wenn man auf 1 klickt, dann gibt es eine andere Ansicht. Und man sieht schöne Wälder, aber man sieht auch sehr moderne Stadt. Die Stadt leben viele unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Meinungen. Es gibt auch Cyborgs, die dort leben. Aber das hindert nicht, eine Gesellschaft aufzubauen, die mit Hilfe von sehr modernen Technologien eine ziemlich positive Zukunftsaussicht hat. Und wenn man das stoppt und wenn man geht und schaut, genau wie das ausschauen kann. Hier zum Beispiel, das ist sozusagen der Palast, das ich sozusagen nachgestellt habe. Drittansicht schalte. Warum ist das so interessant? Weil ich habe wirklich, das ist sozusagen eine Abbildung. Man sieht einen großen Konzern, aber der ist ziemlich sozusagen in dem, was er macht, positiv ist. Man sieht fliegende Autos, man sieht, dass die moderne Technologie auch vereinbar mit der grünen Technologie ist. Und da ist es eigentlich kein Widerspruch. Man hat aber einen gewissen Grad der Technologieentwicklung die Möglichkeit, sich schafft, nicht dem Umwelt zu schaden. Aber man hat auch dafür Zeit gebraucht und Investitionen gebraucht, um sowas aufzubauen. Es ist nicht so, dass es direkt am ersten Tag gestanden hat. Das ist eine, auch, kann man sagen, schon eine gewisse Arbeit gewesen, sowas nachzubauen. Aber was ich damit zeigen will, das ist die Zukunftsperspektive, die uns eigentlich als Menschheit erwartet. Dass wir nicht uns von irgendwelchen grünen Ideologien vor Augen sozusagen zu einer Katastrophe führen lassen. Das ist doch, gibt's durchaus eine sehr gute, positive Zukunft aus sich. Und in diesem Spiel habe ich das eigentlich nachgebaut. Und man sieht, das sieht eigentlich sehr schön aus. Und woher kriege ich die ganze Energie? Sollte ich kurz erklären. Da gibt es so die Behauptung, dass auf dem Mond hier auf dem Mond, es gibt eine Helium-9-Stoff, die kann abgebaut werden und in Form von Energiequelle genutzt über die kalte Fusion. Und die Energie kommt eigentlich über die sogenannten Weltraumlifte. Das zeige ich auch hier gleich. Aber zuerst mal eine Einführung, wie das alles aussieht bei mir. Das ist sozusagen eine menschliche Basis auf dem Mond. Und man sieht, das ist auch sozusagen technologisch zuerst vielleicht ein Klick als Zukunftsvision, aber das ist der Weltraumlift, was man hier sieht. Im Weltraumlift wird eine Leitung verlegt und diese Leitung ermöglicht die Stromleitung, mit dieser Stromleitung fließen Milliarden von sozusagen Kilowattstunden. Also hier gibt es so die geht es um die Geschichte, dass man durch die
transfer route inefficient. Cause, missing goods. Transporter, man hat verbunden die Erde mit dem Mond und ich habe sogar hier eine Weltraumstation, wobei das ist weniger so interessant ist. Man sieht in der Weltraumstation, man hat unterschiedliche Forschungslabore. Transfer route inefficient. Nächste cause, missing wäre, goods. Wenn man genügend Ressourcen gesammelt hat, wenn man die Energieprobleme gelöst hat, dann muss man weiter die Menschheit bringen. Und wir müssen next astronaut team incoming. Muss sich nicht auf der Erde sozusagen versklaven lassen und für sehr lange Zeit. Ja, ich meine, keinen Ausweg finden, eine bessere Zukunft irgendwo anders zu suchen. Aber was an sich der technologische Fortschritt sich angeht, man weiß auch hier, man sieht auch hier zum Beispiel, auch hier eine Region, wo ein Team irgendwas steht und fahren lässt. Also man sieht Wälder. Und, aber man sieht auch die moderne Städte. Und man sieht, das ist eine Möglichkeit, sich alles so zu vereinen. Eigentlich ist es sehr interessant, sowas zu beobachten. Und natürlich sowas wechselt. Wahrscheinlich für die Menschheit wäre 50 Jahre, um sowas aufzubauen. Und das ist transfer Space, route Spaceport. Inefficient. Cause. Aber das ist halt die Vision. Die Grünen wollen sowas nicht sehen. Das ist eine Mischung zwischen grünen Wiesen und sehr modernen Stadt. Deswegen Autos und hochmoderne Industrie, die eigentlich den Umwelt überhaupt keinen Schaden bringt, weil es gibt keine sozusagen keine Nebenwirkung bei der Produktion. Alle Rohstoffe werden optimal genutzt und es gibt keine CO2-Probleme oder auch irgendwelche Chemikalien, die im Prozess werden. Es ist saubere Produktion und saubere Energieverwendung. Und die Leute, die in solchen Städten leben, wurden die verbunden. Verbringen unterschiedliche Tätigkeiten mit dem Büro sitzen und arbeiten. Werden Forschung betreiben und Ende in Neuartikel. Warum sollte das nicht möglich sein? Diese Vision ist an sich, ich halte es für vernünftig, um sowas zu bauen. Dass die Menschheit in der Lage ist, sowas zu realisieren. Never guessed you'd be so conservative. Come on, make your voice count. That's it. Shall I renew the contract? Transfer route inefficient. Cause, ich meine die missing Bereiche, zum Beispiel an Bereiche, wo extreme Temperaturen herrschen, zum Beispiel minus 40 Grad oder minus 30 Grad, so extreme Temperaturen. Und auch da gibt es die Möglichkeit, die Menschheit für sich selbst die Bedingungen zu schaffen, damit die auch letztendlich mit sie etc. Ja, ich habe viel dort eingebaut. Das wäre dann sozusagen irgendwo in der Antarktik. Aber im Grunde genommen, es geht um die Gleichheit der Menschheit. Das eigene Fähigkeit, sich die Umwelt anzupassen und Entdeckungen für die ganzen Streben nach neuen Entwicklungen, die wir schon eine Lösung finden. Und da habt ihr Space Lift gesehen. Und mit
Perspektive für die Zukunft ist es schon. Es ist nicht so, dass wir keine Ressourcen aufschöpfen werden. Ich glaube, dass wir alle Ressourcen aufschöpfen werden, auch in 100 Jahren. Wenn wir unser Recycling richtig betreiben und unsere Produktion möglichst effizient ist, dann gibt es keine, dann gibt es wirklich keine, kein Müll, die nicht verarbeitet werden kann. Eine saubere Industrie ist das eigentlich, wonach wir alle streben müssen, sowas abzuverlangen, dass es eine Technologien gibt, die bei der Produktion keinen Ausschuss produzieren können. Und es gibt keine Ware, die irgendwo später als Müll sich landet, weil das wird dann später recycelt. Also das vergessen viele anscheinend, diejenigen, die irgendwie die grüne Ideologie in Betracht ziehen. Aber das wäre zum Beispiel in Tundra, da gibt es auch ein Raumschiff. Das heißt also sozusagen noch wie bei alter Technologie, aber ich habe jetzt auch schon gestartet. Aber das ist jetzt die Vision eigentlich. Das ist nirgendwo gibt es keine extrem große Vergiftung des Umweltes, würde ich mal so ausdrücken. Es gibt Anlagen, die so gebaut wurden, dass sie keine Chemikalien in die Umwelt setzen, dass die sozusagen sauber für das Umwelt sind. Wir wollen die mit Rohstoff arbeiten, die auch gewisse Abgase wahrscheinlich abgeben können. Aber das ist die Zukunft, was uns erwartet als Menschheit, dass wir einfach klar auf lange Zeit nicht sauberste Strick gehabt haben, aber durch die ständige Forschung und durch die ständige Wandel bei der Technologie, wir werden immer besser. Wir werden immer besser. Keiner Unternehmer will immer bei einer und derselben Technik sehr lange bleiben. Zumindest ich kenne, ich meine, ich arbeite meistens mit Mittelstand und die wollen. Und die wollen es aktivieren, die wollen es verbessern. Deren Betrachtung, die brauchen weniger Rohstoffe und die können dann besser die Waren, bessere Preise für die Waren anbieten. Und dann können viele Leute die Waren kaufen. Also es ist eigentlich Win-Win-Situation. Und ich zeige noch ein Gebiet, damit ich das abschließend ein Fazit ziehen kann bei der ganzen Geschichte. Die Zukunft ist halt für die Menschheit, glaube ich, eindeutig. Wir müssen alles dafür setzen, dass wir möglichst saubere Technologien verwenden. Wir müssen uns davon nicht scheuen, ein paar Jahre in gewisse Ungewissheit zu bleiben, aber wenn wir solche Technologien umsetzen werden, und ich habe große Hoffnung, dass wir das irgendwann umsetzen werden, wir werden kein Scheitern erleben. Ich möchte das betonen. Die neuesten Technologien in der Produktion, wo bessere Materialien erzeugt werden können, leistungsstärkere Materialien, die zum Beispiel unsere Kleidung besser machen würden, oder zum Beispiel auch unsere Autos, Elektroautos produziert werden können oder müssen, wenn die Autos noch besser von der Qualität werden, dass kein Bedarf entsteht, für 5 oder 6 Jahre die Auto zu tauschen, wegen irgendwelchen Defekten oder so, wie bei Gasbrenn. Die Zukunft ist eindeutig. Robotisierung wird kommen, Automatisierung wird kommen. Da ist es einfach nicht auszuschließen. Aber was auf jeden Fall für die Menschheit bleiben wird, die
Arbeit in der schaffenden Produktion, und damit meine ich nicht die Handarbeit, sondern das Gehirnarbeit. Das ist, viele Leute werden motiviert dazu, dass die deren Gehirn stärker einsetzen müssen, um sich gewisse, ja, sage ich mal so, Anerkennung in der Gesellschaft zu gewinnen. Aber auch für die Leute, die nicht so an der Intelligenz besitzen, sage ich mal so, für die wird wahrscheinlich in so einer Gesellschaft auch die Möglichkeit bieten, sich zu entfalten, weil ich meine, als intelligenter Mensch, man will auch irgendwann sich entspannen, man will Musik anhören, man will auch künstlerische Bilder sehen, man will auch andere Bereiche des Lebens sehen. Und die Menschen werden ihre Freizeit auch mehr schätzen als wir. Die werden auch gute Erfahrungen in der Freizeit auch vergeben sein. Weil die werden durch die schaffende Arbeit, die mit der Intelligenzquote zu tun ist, die werden es machen. Und die Menschheit braucht auch eine gewisse Anzahl von den Leuten, die auch zum Punkt in diesem ganzen Vorteil. Und man sieht hier auch unterschiedliche Arten von der Industrie. Lebensmittelindustrie, Industrie von der Bergabbauindustrie, wobei das sind die Roboter meistens am Werk dran im Spiel, aber so ist halt die Zukunft. Ich würde noch einen Rundgang in meinem Hauptstadt machen. Und das ist meine Vision von der Zukunft, was eigentlich Menschheit erwartet. Wir werden die Erde noch stärker besiedeln, weil die Menschheit wird wachsen, aber durch die Industrialisierung wird die Menschheit in der Zahl stabilisieren wahrscheinlich mal. Wenn die auch dritte Länder diese neuesten Technologien anwenden, dann werden auch bei denen die Anzahl von den Bewohnern automatisch anpassen. Ich sage mal nicht reduzieren, weil ich diesen Wort in diesem Sinne nicht mag. Aber die Einführung von neuen Technologien wird schon zu einem Wandel bringen. Und die Rest der Menschheit, die diese neuen Technologien empfangen wird, und die wird auch empfangen müssen, um zu überleben, die werden wahrscheinlich die Pioniere von der Weltraumforschung sein, weil ich meine, auf der Erde wird nicht so viel Arbeit geben, und die werden dazu motiviert, was Neues zu probieren. Ich meine, ich selber sehe große Interesse, falls eine Weltraumforschung kommt, sich, keine Ahnung, wenn das sicherer wird, dann würde ich einfach auch sagen, ja, das ist interessant, vielleicht könnte ich mal dorthin reisen als Tourist. Aber unsere Menschheit ist nicht auf der Erde, die ist im Weltraum. Und die Bevölkerung schützen, das klingt für mich irgendwie viel zu pessimistisch. Ich meine, in dieser Version der Zukunft, was Sie sehen, hier gibt es sehr unterschiedliche Industrien. Jetzt habe ich die Ansicht geschafft. Jetzt muss ich noch ein bisschen rendern. Jetzt hat er. Ich habe auch hier nicht die neueste Hardware, aber na, gucken wir mal, ob das. Oh, das ging halt. Problem.
Muss man auch ehrlich sagen, das ist echt, echt spannend. Jetzt hat er nachgerechnet, das Ganze. Weltraumlichte, die durch sehr starke Materialien erstellt wurden. Das heißt, es gibt ein geschlossenes Kreis, die Menschheit hat dann die Möglichkeit, sich voranzuentwickeln. Was man sieht, das ist ziemlich stabil. Also ich sehe hier keine Proteste gegen etwas. Es gibt viele Entfaltungsmöglichkeiten für die Menschen. Ich wünschte, ich könnte
kleine Häuser, Wartehäuser. Man hat schon in manchen Staaten so eine Situation. Viele Gebäude. Und es schaut, ich sage mal, nicht schlecht aus. Und dadurch, dass man überall Fahrzeuge hat, die kein CO2 produzieren, weil die haben eigene Bewegungseinheiten. Das heißt, die verwenden eine Fusion, Kernenergiefusion. Und das ermöglicht denen saubere Fahrzeuge. Hier wäre sozusagen noch die alte Technik. This year's wine vintage was quite a letdown. Hier werden wahrscheinlich noch Menschen irgendwie quasi benötigen. Aber das ist, schon gesagt, manche Technologien, manche Industriebereiche werden noch bestimmt. I should be expensive. I do love 21st century classics. Aber hier, man sieht die Produktion von Lebensmitteln, die Menschen kontrollieren mich, die Roboter. So eine Zukunft ist eigentlich nicht schlimm, nicht schlimm. Und man sieht hier keine graue Wolke, weil überall sind nur die saubere erzeugte Technologien. Das heißt, keiner von diesen Autos produziert giftige Stoffe, die jemand ausatmen oder atmen kann. Und wie gesagt, derjenige, der das alles nachgebaut hat, der hat sich umgeben von der grünen Wiese, wo die Leute sich entspannen können nach dem langen Tag. Und wenn jemand weiter wissen will, man sieht hier auch noch Autos, die fliegen, aber das ist alles sauber. Das sind saubere Autos. Und wenn man was erfahren von der Zukunft und Vision weiß, in so einem System wird keine freie Planet noch geben, die von den Menschen nicht besetzt wurde. Und es geht einfach weiter. Die Geschichte von Menschen geht einfach weiter. Wir machen auf der Erde noch bestimmte Industriefabriken, aber irgendwann werden wir das auch optimieren, sodass es nicht auf der Erde sein wird, sondern irgendwo in der Sonnensystem. Und diese Ansicht ist nicht schlecht, ist eigentlich gut. Ich möchte auch hier an dieser Stelle Folgendes sagen: Um sowas zu realisieren, würden wir immer wieder viele Menschen brauchen, um sowas zu bauen, und wir müssen unsere Anzahl immer konstant halten, damit wir die ganze Infrastruktur aufrechterhalten können. Und ich behaupte, Menschheit soll weiter wachsen, aber die Technologiefortschritt muss bei der Menschheit geteilt sein. Das heißt, die Technologieaustausch muss zwischeneinander geteilt sein, und dann haben wir kein Problem. Weil wir werden neue Technologien entwickeln, die unser Leben verbessern werden, zu besseren führen. Und diese Ansicht ist meine Ansicht, und dieses Spiel zeigt eindeutig, wohin es uns führen wird. Nämlich zum weiteren Wirtschaften von Sonnensystemen und weiteren Erfolgen. Don't forget that permit expires soon. Don't forget that transfer route net. Wir sollen uns dahin fortbewegen. Und ich danke Ihnen jetzt recht herzlich, dass Sie das angeschaut haben und sich den Einblick bekommen haben, wie es eigentlich aussehen kann mit uns.
wenn wir einfach nicht davon abschrecken lassen, was Neues zu entwickeln und immer wieder unsere Technologie zum Besseren führen. Das heißt, neue Technologien zu entwickeln, damit wir noch besser produzieren können, noch sauber produzieren können. Und durch diese saubere Produktion werden wir einfach noch mehr von Waren absetzen können. Und falls die Waren seine sozusagen Lebenszeit endet, dass die Ware wieder zurück dem Hersteller gesendet wird und die wird einfach die Rohstoffe daraus nehmen und wieder was Neues damit anfangen. Also es geht eigentlich um starken Einsatz von Recycling. Und das geschlossene Kreis ist, da kann eigentlich nichts schief gehen. Dann ist es dann nur, was neu dazu kommt, ist die Möglichkeit, neue Anlagen zu bauen, neue Arten von Technologien zu entwickeln, die unser Leben verbessern. Und das möchte ich diese Gedanke festhalten. Wir sollen uns von den Ansichten, dass wir die Menschheit, irgendwie die Erde kaputt machen mit unseren Technologien, diese Gedanken sollen wir nicht glauben, weil die Zukunft der Menschheit liegt im ständigen Wandel und für die Verbesserung von dem, was wir aktuell besitzen. Wir müssen besser werden und nicht schlechter. Und dafür brauchen die Menschheit immer wieder zu wachsen und die Anzahl von den Menschen muss, sag ich mal, konstant bleiben, aber auch die Möglichkeit haben, dass wir unsere Fortpflanzungsmöglichkeiten eigentlich nicht begrenzen. Das heißt, auch wenn die Menschen 10 Milliarden, also wenn die Anzahl von Menschen wird immer größer und größer, dann ist es doch logisch, wir erkunden Weltraum, dann haben wir die Technologie, die uns ermöglichen, auch in den Weltraum zu leben, auf dem Mond, auf dem Mars und was weiß ich. Aber die Ressourcen, woher kriegen wir die Ressourcen dafür? Die Ressourcen werden wir dann wahrscheinlich auf dem Mond finden, von Helium-9, was auch von, nicht nur in diesem Spiel, sondern auch tatsächlich von den Wissenschaftlern berichtet wurde, dann werden wir diesen Stoff zum Energiequelle verändern und das wird so sein, dass wir als Menschen überleben werden. Und die Probleme, die wir jetzt mit der Umwelt haben, das ist doch Kindprobleme und wir werden damit irgendwie fertig klarkommen. Das ist halt auch das Spannende bei der ganzen Geschichte. Und dafür müssen wir ständig für unsere Nachkömmlinge sorgen, dass die auch die Erfahrungen von den Älteren mitbekommen und einfach bessere und schnellere Lösungen finden. Also das Wissen muss geteilt werden mit den Jüngeren und die Jüngeren müssen noch was darauf aufbauen und noch Besseres entwickeln. Und wenn das alles so laufen wird, dann werden wir kaum Gedanken über die Umwelt machen, weil unsere Umwelt wird nicht schlechter, sondern immer besser, immer besser. Aber ich sage Ihnen gleich, das ist mein Glaube, meine Vision, und das ist auch Vision von Amazon, Jeff Bezos, der auch will die Menschheit die Technologien ermöglichen, die ermöglicht den Menschen dann den Weltraum zu besiedeln. Und das finde ich richtig gut. Ich bedanke mich nochmal bei Ihnen und ich wünsche Ihnen, diese Vision auch zu teilen und hoffentlich noch mehr Menschen werden die Petition unterschreiben, und damit wir einfach den Anzeichen setzen, dass es einfach auf unserer Erde gibt gewisse Spannungen, aber diese Spannungen bedeuten nicht, dass wir keine Lösung für die Probleme finden. Und damit meine ich auch langfristige Lösungen, die uns, den gesamten Menschheit, zum Besseren führen werden.
Vielen Dank nochmals für Ihre Zeit. Vielen Dank.